Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist, und ich bin immer noch in der EV-Klinik in Kroatien. Ich habe hier aber eine ganz interessante Smart-Geschichte entdeckt und habe mir gedacht, das ist ein Video wert, das möchte ich euch mal zeigen. Ich weiß nicht, wie viele meiner YouTube-Abonnenten Smart-Fahrer sind, aber ich glaube einfach, dass das sehr interessant ist für die, die einen Smart haben, und deswegen ist es ein Video wert. Mehr Akkuleistung, eine andere Akkustruktur. Ach, was erzähle ich? Lassen wir den Chef mal sprechen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Vanja, komm mal her. Du hast mir gestern, also du bist Vanja Katic. Genau, Katic, der Chef der EV-Klinik. Ja. Und du hast mir gestern was ganz Interessantes erzählt. Du hast, verbessere mich, wenn ich falsch erzähle, du hast einen Akku entwickelt für den Smart. Für dieses Auto eine neue Batterie hergestellt mit neuen Akkuzellen aus Ford Hybrid, und wie es habe gemacht eine mit verbesserte Leistung. Ja. Und Range. Range. Eine verbesserte Reichweite. Reichweite, ja, ja. Eine Frage. Was ist an den Ford-Akkus besser als an den, was ist das, Bauch-Akku? Prismatik-Akku. Hast du einen hier? Können wir uns einen angucken? Ja. Original-Akku? Wie der aussieht? Ich habe einen Original. Das ist wie ein E-Golf-Akku-Zellen. Okay. Und das ist eine Box, ja, mit 12 Zellen. Das ist deine neue Batterie, neue Batterie schon. Ja. Und wie, haben wir ungefähr E-Golf, wie das aussieht, damit wir einmal ungefähr nur. Ich habe einen Moment. Das wollte ich sehen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ja. Das so ähnlich sieht das aus? Ja. Okay. Richtig. Und deine sehen jetzt so aus? Ja. Okay. Wie viel Reichweite hast du normal? Normal ist etwas 90 Kilometer. Und jetzt, ich habe gemacht 142 Kilometer total. Das lohnt sich schon. Und die Zellen sind aus einem Ford? Ford Hybrid, ich weiß nicht. Okay, welche, ja. Alles klar. Ja, das ist interessant. Und Ladeleistung auch verbessert mit diesen? Ja, es ist schneller. Ja, wow. Und wenn jetzt ein Smartfahrer sagt, oh, mein Akku ist kaputt, was würde dieser Umbau kosten? Ich habe nicht gleich eine Preis gemacht, okay, aber ungefähr 6.000, 8.000 Euro. Zwischen 6.000 und 8.000 Euro, okay. Tausch. Und was passiert mit dem alten Akku, mit den Zellen? Werden die recycelt oder? Ja, wie recycelt, für andere. Okay. Achso, die gehen wieder auch in andere Autos. Ja, ja. Ah, okay. Also hier wird alles irgendwie umgebaut und gebraucht und verändert. Daniel Düsentrieb der Elektromobilität. Gibt es noch irgendwas Besonderes? Ich habe gestern gesehen, wie dein Professor an den Platinen gearbeitet hat. An diese Platinen, ich habe etwas verbessert für Zellenbalancierung. Ich hatte eine Kabelbaumresistanz und er hat gefunden, was das Problem ist. Okay. Und wir machen etwas jetzt. Ja. Was ich auch genial finde, du bist ja auch an der Drive Unit, an verschiedenen Ausbaustufen. Du testest erst alles, bevor du verkaufst. Ja, ja. Mache ich genauso. Ja. Wisst ihr ja, wie ich schon mal mit meinem Model S liegen geblieben bin, wegen als ich die Koppelstangen, sag ich mal, falsche Koppelstangen oder schlechte verbaut habe, bevor ich das anbiete, ich teste auch immer alles. Weil bevor das an die Kunden geht, muss das hundertprozentig. Genau. Ja, also das ist doch mal wirklich eine witzige Geschichte. Ja, ich habe 500 Kilometer gemacht und jetzt ausgebaut und ich muss alle testen. Genau, du hast, das hat er mir nämlich gestern erzählt, das fand ich so interessant. Du hast jetzt 500 Kilometer gefahren, hast alles ausgebaut und parallel wurde alles gemessen, getestet, gelötet und was weiß ich, um zu gucken, wo ist die Problematik. Und ab wann kannst du das ungefähr anbieten? In einem Monat. In einem Monat. Noch ein Test. Genau. Ja, wow, finde ich super. Also, ey. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das war auch mal interessant. Ich finde das irre, was man hier so alles machen kann. Und wenn man von 95
bis 100 mit mal 40 Kilometer mehr hat. Also das sind ja 40%, die wir im Grunde genommen mit so einem neuen Akku schaffen. Und ich finde es einfach grandios. 40% mehr und eine bessere Ladeleistung auch. Er testet das noch in einem Monat vielleicht. Wenn ihr ein Smart habt oder so, ja, dann sagt Bescheid. Ich hoffe, auch das Video hat dir wieder gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war diesmal. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, weil du Smartfahrer bist, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Bei immer hier geht es viel um Elektromobilität, viel um Tesla-Tuning, um Dämmung, HiFi-Anlagen, Unfallinstandsetzung, Fahrzeuglackierung, ach, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Wir sind auch BBS-Partner und KW-Partner. Meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch und Kommentar würde ich mich auch freuen. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüssi.